Auch von Adel, oder was? Sie sorgt es immer. Sie hat mal einen von Adel. Genau, die hat auch mal so einen Adel geheiratet und hat auch ein Kind von dem. Ach ja? Ja, ja. Ach, und dann wird man, ach so, als Frau wird man dann ja, ne? Ja, ja, dann als Frau wird man auch. Als Mann wirst du nicht. Nee, eben, das ist... Genau, als Frau wirst du. Und neulich ist die dann mit dem Prinzen neue Frau zusammengetroffen gehabt. Gleich wieder Stress. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ach, meine neue. Ja. Du, ich hätte gern noch so eine Wurst da, so eine Schinkenwurst und ein bisschen Kartoffelsalat. Sie ist mit dem Prinzen zusammengetroffen? Nein, die hat von dem Prinzen ein Kind gekriegt. Sie hat vom Prinzen ein Kind gekriegt. Und ist sie geschieden und getrennt und der Prinz hat neu geheiratet und mit der Frau ist sie zusammengetroffen. Und das gab Stress. Das gab Stress jetzt, Das ne? gab Stress. Weil weißt du, was ich mir gedacht habe, mein Engelmann? Na. Jetzt hier mir sorgen, wenn sie jetzt, es war doch die Frage, warum war der Kurs so kurz? Hast du das mitgekriegt? Ja, nicht mal eine Sekunde irgendwie. Und weißt du, was ich nämlich glaube? Weil das stand doch in der Zeitung, dass sie Kate Middlemeer, ne? Die hat doch eine Pferdeallergie. Pferdeallergie, ja. Eine Pferdeallergie. Und er ist Reiter, oder was? Und er hat ihr einen Pferdekuss gegeben, oder was? Sehr, sehr oder schön. Was? Aber die sind auch Kutsche gefahren. Oder wie? Der Mensch, der normale Mensch. Ja. Ne? Ja. Ne? Ja. Der stammt ja vom Affen ab. Ja, klar. Aber nicht vom Pferd. Der Adel aber ja. Ach so. Der Adel stammt vom Pferd ab. Der Adel stammt vom Pferd ab. Das ist meine Meinung. Nö, das ist klar, das ist klar. Man sagt doch auch Kaltblut. Aha. Blaues Blut, blau ist kalt. Wieso denn Ovaya? Das geht zurück bis in die griechische Mythologie. Das waren meine Vorfahren Brauereipferde, oder was? Ja. In der Centauro, der Pferdemann mit dem Oberkörper. Ja. Den hat's gegeben. Den hat's gegeben, natürlich. So, und dann der Welfenprinz damals in dem Märchen schon. Rotkäppchen und der böse Welf war es mal früher. Ja. Natürlich. Ach, bevor Sie das O hatten in Alphabet oder was? Haben Sie das E erstmal genommen, oder? Ich bin der festen Überzeugung, wenn du jetzt mal guckst, hier zum Beispiel Prinz William hat doch auch das Pferdegebiss. Das was? Das Pferdegebiss. Nee, das hat auch hier diese Camilla Parker das doch. Ja, die auch. Genau. Die hat es auch, aber meiner Meinung nach... Trense, genau. Ja, ihr nehmt das alles nicht ernst. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie deswegen nur kurz geküsst hat. Weil wenn du jetzt ein Pferd zum Beispiel, ne? Ja. Wenn du denen nur sorgen, länger was Süßes hinhältst, dann gehen doch auch die Nüstern auf. Und dann sabbert das so raus. So. Ja, genau. Bitte, bitte, bitte. Genau so, er müffelt so. Er müffelt weg. Er kann gar nicht anders, weil es in der Genetik drin ist. Und sie will natürlich verhindern, dass man das im Fernsehen sieht. Das ist doch klar. Ach, weil das bei Ihnen sofort überspringt. Es ist bei ihm eine Genetik, weil er ist von Adel und Adel stammt von Pferd. Ja. Ist ganz klar. Ich glaube, ihr, der Typ hat Mundgeruch. Das klar. Wieso denn? Das ist doch eine logische Überlegung. Guck mal, zum Beispiel der andere hier, Prinz Harry. Harry jetzt ist das Stichwort. Prinz Harry. 95 Retour, ne? Jo, vielen Dank. War nicht für. Prinz Harry hat das auch in der Genetik drin. Man sagt ja sogar, dass er gar nicht der Sohn von Prinz Charles ist, sondern von Rittmeister damals, von Diana. Der mit den roten Haaren, ne? Der mit den roten Haaren. Bei ihm ist es noch stärker drin verankert. Er hat ja sogar das Struppige von den, Von Shetland, Ja. Ich wünsche dir einfach, dass du bald Feierabend hast. Ja, ich mach bald zu. Was soll das denn heißen? Ja, nix, nix. Und hast du mal wieder eine neue Garnele? Ich hab neue Garnelen zu Hause. Er hat neue Garnelen. Er hat neue Garnelen. Ja. Immerhin. Ganz schicke Tiere, sag ich euch. Wunderbar. So, ich hab Hunger, ich hau ab. Mach gut. Mach gut, ne? Tschüssing. Tschüss, bitte. Tschüss. So, aber Prinz Harry ist das Stichwort. Harry. Er hat strubbige Haare. Der ist ja so ein bisschen wie hier Pumuckl, ne? Ja, aber es ist natürlich eine reine Struppigkeit von Shetland, von Island-Pony. Das ganze Programm, da hat er das in der Genetik drin. Und er fällt doch auch öfter auf, wenn er mir Sorgen wieder so viel trinkt. Und ich glaube, es ist bei ihm genauso mir Sorgen wie mit den Katzen. Wenn die Katzen sich übergeben wollen, mein Ingomann, dann fressen sie Gras. Ja. Weil die Genetik es verlangt, dass sich der Morgen reinigt. Und ich glaube, bei ihm ist es so, dass das muss sorgen, dass das Pferdige in ihm drückt sich stärker aus noch. Und dann trinkt er so viel Alkohol, dass er auf allen Vieren läuft. Weil es die Genetik treibt ihn dahin, dass er auf allen Vieren läuft, mein Ingomar. Und dann wird er auch, ne? Also, und so, ne? Und sowas. Vielleicht ja schon. Und. Vielleicht ja schon. Meinst du? Das könnte doch sein. Ja, na klar, das kann alles sein. Sein
kann das doch. Ja. Ich glaube, dass das Besorgen der Adel vom Pferd abstammt. Das ist meine feste Überzeugung. Das glaube ich wirklich. Vor allen Dingen, wenn man sich diese ganzen Leute anguckt, die du jetzt besorgen würdest. Mach mal gleich noch einen Hubel, klar. Mach mal gleich noch einen, klappst du das nicht, oder was? Oh, ja, von mir aus können die auch von Pony abstammen, oder was? Das macht mir an und für sich nichts. Aber das erklärt doch einiges, meinst du nicht? Ja, na ja, das heißt, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ihr habt mitgekriegt, Lothar Matthäus, ne? Ja. Sag mal. Lothar Matthäus, ne, hat jetzt eine neue, habe ich gelesen. Ne? Und zwar, die ist jetzt älter als sonst. Ach ja, hat er eine alte, oder was? Er hat jetzt eine alte. Also er hat nicht wie Assauer. Assauer hat ja auch jetzt mal so einen geheiratet, die neue. Ja. Also er hat eine neue Alte gehabt. Ja. Also es ist nicht die alte, ne? Nee, klar. Die alte ist das nicht mehr. Es ist auch nicht mehr die alte neue. Nee, ja, klar. Es ist auch nicht die neue alte, es ist eine neue. Ja, meinetwegen. Ja. So wie Assauer. Ja. Und er hat jetzt eine, das stand in der Zeitung von der Zahlen in den Zusammenhang genannt. 89. Ja. 89, 59. Ja. 59? Ja. 27? Aha, ja. Jetzt weiß ich aber nicht, es ist ein Kettensägenmodell. Was soll das, warte mal, das kann nicht sein. Normal ist, wenn drei Zahlen, waren drei Zahlen oder was? Vier, glaube ich. Nee, 89, 59, 27. Nein, das gibt's nicht. Vielleicht ist sie 89. Das glaubst du doch selber nicht. Bei Lothar Matthäus, vielleicht ist er schlau geworden. 89? Das ist zu alt, ne? Vielleicht ist sie 89 geboren. Oder sie ist 59, dann ist sie vielleicht 89. Ich werde mal. Nein, die kann nicht 59, Lothar Matthäus, 59, sag mal. 59? Die könnte seine Mutter sein. Wenn also, sie 59 ist? Nein, ich meine die Mutter von der Frau, die ja eigentlich... Dann ist sie vielleicht 27. Was hat denn, vielleicht sind das die Maße. Ich muss sagen, 89, 89, 59. Was soll das denn sein? 89, 89, 59, was ist das denn für ein, was soll das denn für ein das Körper ist, sein? Ja, wenn sie ein Kettensägenmodell ist. Sie hat als Kettensägenmodell gearbeitet, stand in der Zeitung drin. Kettensägenmodell? Sie war ein Kettensägenmodell. Oh, sie hat eine Kettensäge dargestellt, oder was? Ich weiß das nicht genau. Krüdi, was ist ein Kettensägenmodell? Gibt's das bei euch vielleicht? Du arbeitest doch an sowas. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Kettensägen-Massaker oder was? Nein, sie ist ein Kettensägenmodell. Kettensägen-Modell. Vielleicht ist sie 27, vielleicht. Sie ist 59, nee, das geht auch nicht. 59, 27, 89, das sind die Maße. Das, nach dem Kettensägen-Massaker. Meinetwegen.